Ich war letztens einkaufen, obwohl es überhaupt nicht geplant war und habe ein paar Sachen ergattert. Einige davon waren in Sale und einige davon waren einfach so preisgünstig, dass ich sie mitgenommen habe. Mal zwei große Sachen sind einmal diese Eulenglitzer-Sticker. Ich stehe ja total auf Eulen. Ich weiß nicht seit wann, aber Eulen sind für mich total süß. Hat 1 € gekostet und einmal dasselbe mit Eisbechern. Hier glitzert es, aber habe ich das Gefühl mehr. Hier ist es halt nur immer weiß, was glitzert und hier sind es bunte Farben. Ist alles noch eingepackt, weil ich euch das unbedingt zeigen wollte. So, dann habe ich einmal reduziert auf 50 Cent von 1 € diese Sticker bekommen, die aussehen wie, oh, wie heißen die denn, Briefmarken? Genau. Und den finde ich voll süß. Der ist auch hübsch. Und die sind ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so nicht 3D-mäßig, aber halt fester. Und dann gibt es noch dieses hier für 30 Cent von 79. Und da war ich mir nicht sicher, ob ich das holen soll, weil Ballett und so ist eigentlich nicht meins, aber für 30 Cent musste ich es holen, sozusagen. Und dann noch die da für 10 Cent. Das war das Einzige, was ich dort gefunden habe. Einfach Geburtstagssticker. Ich denke aber, einige davon kann man auch für andere Zwecke benutzen. Die Kuchen hier, die Schuhe. So insgesamt alles süß und 10 Cent. Ich hätte eigentlich noch mehr mitgenommen, wenn es welche gäbe, aber das war das Einzige. Dann habe ich hier noch Washi-Tape oder Motivklebeband auf Deutsch. 1,49 für 3. Das sind die Farben, die Muster davon. Es gab viele verschiedene, aber ich fand ausgerechnet dieses am besten. Es gab, wo mir halt entweder nur eins gefallen hat oder zwei, aber das andere war total nicht mein Geschmack und deswegen habe ich das genommen. Sind 250 Zentimeter. Ja, und dann habe ich noch dieses hier. Auch Motivklebeband 5 Meter. 1 € und dieses Muster und es ist Stoff. Ich habe es noch nicht aufgemacht, aber man kann es schon sehen, dass es Stoff ist. Es tut mir leid, dass meine Kamera gerade so Faxen macht. Aber ich finde, für die Menge 1 €, wenn es jetzt noch gut klebt, gut aussehen tut es ja. Und dann das hier, 50 Cent, gerundet 5 Meter Glitzer. Da gab es noch eins in Violett und mit Punkten, glaube ich, so Leopardenmuster. Aber ich fand das hier am schönsten. Und ich stehe total auf Glitzer. Also ich bin, oh Gott, Glitzer. Ich könnte die ganze Zeit nur Glitzersachen kaufen. Okay. So, das waren alle meine Sachen. Die sind, vielleicht seht ihr das. Von, ja, okay, fokussiert nicht genau, aber ich kann den Namen auch nicht so richtig aussprechen. Es ist Woolworth. Und es gab jetzt halt, wie gesagt, Sale, Winterverkäufe und eine Ecke ist halt nur für Bastel- und Geschenksachen. Ups, Entschuldigung. Und ich bin ehrlich gesagt das erste Mal da hinten in der Ecke gewesen und es gibt so viel Zeug, es gibt so viel Washi-Tape und Sticker und oh Gott, ich habe hier insgesamt, sagen wir mal, 7 € gerundet ausgegeben für das alles. Aber ich hätte locker dort 100 € ausgeben können für die ganzen Sachen, die ich gerne hätte.
Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich, die Sachen jetzt endlich benutzen zu können. Und bis zum nächsten Mal.